Und uns freut es hier in Deutschland sehr, dass solche, die unter IS-Herrschaft so gelitten haben, heute hier sind, ganz selbstbewusst die Frauen da vertreten. Vielen, vielen, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Rouhesh. Ja, sorry, das ist gut. Also, Kurde, die können wir haben. Gut. Meine Frage lautet, welche Strategien haben Sie entwickelt gegen den Krieg in Köpfen der Menschen? Nummer eins das und vielleicht ein bisschen über Afrin auch berichten, das würden wir uns freuen. Herr Barbosch. Einen schönen Abend. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind an diesem Abend, dass ich mit Ihnen bin und dass wir die Lage in Rojava und besonders auch in Afrin. Ich versuche, dass ich nicht zu lang mache. Ich weiß, dass es zu spät ist und das ist... Also wie bekannt ist, die Revolution hat in Rojava hat 2011 begonnen. Und wird dort als Frauenrevolution bekannt. Wenn wir sagen Rojava, parallel dazu kommt immer die Frau. Und das ist nicht so einfach zustande gekommen. Durch einen permanenten Kampf. Auf einer Ideologie der Befreiung, Frauenbefreiung, Emanzipation. Auf dieser Basis haben wir angefangen zu kämpfen. Natürlich, das ist nicht erst 2011 begonnen, es ist von den 80er Jahren schon im Gange. Ich möchte ein Wort von Abdullah Öcalan sagen. Die Revolution, in der die Frau ihre Rolle nicht spielt, ist keine Revolution. Und jede Organisation, in der die Frau auch nicht tätig ist, ist keine richtige Organisation. Auf dieser Basis, auf der Ideologie der Befreiung, Frauenbefreiung, haben wir begonnen. Und die Frau in Rojava hat diese Stufe erreicht, dass sie weltweit bekannt ist. In jeder Etappe der Revolution hat die Frau eine entscheidende Rolle gespielt. Gemeint war, in den Revolutionen hat die Frau eine entscheidende Rolle gespielt, aber am Ende ist immer zurückgekommen, wie vorher. Damit wir dieses Experiment nicht nochmal wiederholen, haben wir entschieden, das System, Core-System, zu errichten. سیستم هفسروکتی ند آلی پارتین سیاسی آیانجی ده استا روی بریدا Also Co-System nicht nur in den Parteien oder politisch nur gemeint. جیر حیا جرمه ده سپیکر سیستم روژابا سیستم
Also es ist angefangen von unten, von der Basis, von den Kommunen, in den Einrichtungen, in der, was die ganze Gesellschaft umfasst. Also in diesem Punkt möchte ich nicht länger reden. Meine Freundin Avin Sued hat gesprochen und Khawla Hamoud auch. از دخوازم لسر سیستما نتاوه دیموقرات گود هندر روژاوا و هر وها شاخ خال باکر و باشور روژاوا سوریه بلا کریه ich möchte etwas über die demokratische Nation etwas sagen, was im Norden und im Westen Kurdistans Einfluss hat. Tabi, اف پروژا خاسریا دیموقرات جی Und wir sehen diese demokratische Selbstverwaltung als Lösung für gesamt Syrien. Weil Syrien, das jetzige Syrien, kann nicht zurückkehren zu vorher, vor der Revolution. Auch die Kräfte, Staaten, außen, die gesehen haben, dass die, also die jetzige Lage kann man nicht zurückführen. Und sie wollen die Änderungen nicht weiterführen. Eine von diesen Kräften ist der türkische Staat. Der türkische Staat hat versucht, mit allen Kräften offen und versteckt gegen Rojava und gegen Syrien vorzugehen und zu schlagen. Am Anfang durch Unterstützung terroristischen Kräften wie Daesh. Das haben wir ganz genau erlebt in Kobani, wie die Türkei ihre Grenze geöffnet hat. Le gelle kurd brevebertia irada jene ob özgünti yani teybetmendia jene aber das kurdische Volk und besonders durch den Willen der Frauen in Kobani behamo zanstia kha jene dwe sharida bar khoda ob serkat die Frau hat mit all ihrem Wissen gekämpft und am Ende gesiegt. Iro parastina rawa parastina jene dhundiri rojava bakuri suriyeda ne parastiniki askeriye parastiniki bizanistiye. Und zur Zeit das Selbstschutz, es ist nicht nur militärisch, es ist legale Methoden, also durch legale Mittel sich verteidigen. Parastiniki ve asta ideoloji jibu hawiya jine jibu irada jine jibu peşkastina sistema demokrat bu. Und es war auf ideologischer Basis für Verteidigung, sich zu verteidigen, ihr System zu verteidigen und für die Emanzipation der Frauen. Dema devleta Türk به دستک داندن داعشی ها به سر نکت ایرش انخوای دیرک خواست بکیه Als der türkische Staat durch die Unterstützung von Daesh, IS nicht gesiegt hat, hat اب ایرش ناجی دیرک لعفرین دست بگیر hat direkt mit Intervention, Angriff in Afrin begonnen. Wak Hamud zanene o wak ko dirase hati kirene le ser Suriye bajare heri de nab ve hafsalna da be pesh ketiye de aliye
wie bekannt war und durch Studien darüber gemacht wurde. In diesen 7 Jahren war Afrin das beste Gebiet und die beste Stadt Syriens, wo die Wirtschaft prosperierte. Sowohl in Frieden, und im Aufbau. Und Aliye Avakrina System Demokrat Yekemin Afrin derket. Und in der Aufbau des, des demokratischen Systems Afrin war Nummer 1. Le ama Dawlata Türk bi irishi kha khas li System Afrin yakha. Und durch den Angriff wollte der türkische Staat diese Afrin zu beseitigen, also diese, dieses System zu beseitigen. Und das Frauensystem zu vernichten. Gegen diese Angriffe und gegen die Angriffe der Söldner. Die Welt ist schweigt, hat geschwiegen. Also ich kann sicher sagen, der türkische Staat hat den Willen der Leute von Afrin nicht besiegt. لتشته جل عفرين بي الشاي واللي خستيه بيدنجيا جيهانه وهزن مروفاتي دبن ام مروفاتي ده باريزنا und was die Afriner gekränkt hat, dass die Leute, die von Demokratie reden, haben geschwiegen. لهمبر اف ملت سيفيل دهندري عفرين ده جيان ده كره نسادا جا كرد و عفرين دريخه بسد حزارا به نزیحین جالین شهبه جالی حلب و در نداهاتین جیدریه خواه بکره بود او Wir hatten in Afrin unsere Türen geöffnet für alle Flüchtlinge, nicht nur aus Aleppo, also vor dieser Besetzung, vor dem Angriff. Afrin hatte hunderttausende von anderen Flüchtlingen aus anderen Gebieten aufgenommen. لسر به گله سیفیل ها چکرن لسر همی پیکاتین ده هندر عفرین ده ها چکرن Diese Angriffe waren gerichtet gegen die Zivilbevölkerung. نیز دم پنجو نه روژا اف ایریشا ها دوام کرن 59 Tage hat dieser Angriff gedauert. هفته و دو طایره رابون لبه گله سیفیل خستن 72 Militärmaschinen haben diese Zivilisten bombardiert. Go bedengia jihane hesht millati afrin je mali khadar kavea. Und am Ende dieses Schweigen der Welt hat gezwungen, dass die Afriner flüchten. Also wurden vertrieben, mussten ihre Häuser verlassen. و برخا به منطقه شهبا دیه و زی ازش نخ شهبا شهبا منطقه کی مهجوره و بره تیدا شرها تی بیمشاندن Also Shahba ist eine leere, ein leeres Gebiet. Vorher gab, haben Kämpfe stattgefunden dort. منطقه کی گوجیان تیدا نتکرنه. Dort eigentlich kann man nicht leben. لو داره به جبی به صد هزار انسان می جعفرینه کرد عرب همو برای خدا بینور این دیزم گبیت از شهبا گبیت و دس لیبن اونمگلیش است هبن دی منشن زیش گزامل کردن عربا اوز افرین و دولت ترک و هزی وی چتا انسان جمانتقی دن هانین و در باسی عفرینه دکنه و در ترکیش شتات ها und ihre Söldner, also die türkische Staat und seine Söldner, haben Leute aus anderen Gebieten nach Afrin gebracht, in diese Häuser. Und also
Also wie es auch in den Medien bekannt wurde, wie die, diese Söldner alles geplündert haben, die Häuser in Afrin. وملت عفرينة لهندر شهباء ديوروشكي بريشانية دا جيان دكي. Und die Afriner selbst leben in Shahba unter katastrophalen Bedingungen. روشكي براستيجي مروف نكون الوي جغرافية جيان بكي. Also in dieser Geografie gemeint ist Shahba kann man nicht leben. بدرفتن هاي وصورة كرد in بسيط بخبخة برايباد بيه. Mit oder durch einfachen, bescheidenen Möglichkeiten von kurdischen Halbmond. Und Also der kurdische Halbmond hat etwas geholfen, aber die Leute leben unter Katastrophenumständen, besonders was Gesundheitswesen betrifft. Bestimmte Krankheiten, die seit Jahren verschwunden waren, kehren wieder zurück in Shahba. Und es gibt keine Möglichkeiten zur Behandlung, weil gibt es keine Ärzte, keine Medikamente, keine Versorgung gewährleistet. Kein sauberes Trinkwasser. Auch Essen, nicht genug, gibt es kein genug Essen. بخال ناس كان بيجم بخا وصايا يرو دروش كي حصار دا عمبار بودا جيان دكيا Wir leben also unter Embargo جالي كي دولة سوري Auf einer Seite von der von dem syrischen Staat جالي كي با چتا و دولة ترك Und von der anderen Seite von türkischer von dem türkischen Staat und ihrer Söldner دهندري قامپادا قامپی رفیجیا دا ای نزیحینا دا نکنن پاراستن آخواب کنن Also in diesen Camps, Flüchtlingslager, können sich nicht verteidigen oder schützen. افگلا گل مل و داره هر دقه روی روی مرنتیا Also jede Minute sozusagen تهدید کی مزن لسرته دیده Sie sind von Gesicht zu Gesicht mit dem Tod begegnet. Sie leben unter Bedrohung sowohl seitens des türkischen Staates als auch von IS. بلکی وین شما بیجن دبیجه داعشی جبر بو بخاش بو من فرق دناف برا وی چطایی کتن عفرین و داعشی دنینه Und warum ich wiederhole, sage ich Daesh, IS, es gibt keine Unterschiede zwischen IS und diese Söldner und Terroristen in Afrin, die nach Afrin gekommen sind. Nur die Namen haben sich geändert, aber im Wesen sind dieselben. Die Staaten reden nicht, schweigen, aber wir als Völker, deutsches Volk, europäische Völker, dass wir uns die Hände reichen und sagen, stopp für dieses System. براستیجی ام ده قرن 21 دا جیان دکنه کو ایرو دولت ترک برحتی هاتی هزی خود هندر عفرینه دا بجه کریه Und das, wir müssen sagen, dass wir im 21. Jahrhundert leben und gerade jetzt kommt der türkische Staat und annektiert Gebiete in Syrien und baut seine Herrschaft. Und خازه گهارتونا دیموگرافی چه کیا؟ Und macht demografische Veränderungen. ایرو گله عفرینه لشهبا وقت حبس جیاد وردا جیان دکیا؟
Die Afriner leben in Shahba wie Gefangene. دنا برا حل عفري شهباء وحلبة ده بس تقاجي تنانا جبوا بتشي هويوي تفتيش دكان كنترول دكان. Also zwischen Shahba und Aleppo sind nicht mal 20 Minuten, aber trotzdem werden die Ausweise kontrolliert. إيروجي أم بانغوازي خش هر كسي راد شيننا وبتيبات جبوا الجن. Wir rufen zurzeit alle auf, besonders die Frauen und für die Frauen. Dass die Frauen aufstehen für Afrin. Wir haben mit dieser Kampagne begonnen. Und weil wir gemeinsames Problem haben, das ist uns alle eins. Das Leiden jeder Frau ist mein Leiden und mein Leiden ist das Leiden von allen Frauen. Und wir sehen, die Kinder werden jetzt Afriner Kinder werden behindert geboren. Wir müssen unsere Stimme erheben, dass wir uns einigen, dass wir durch unseren Willen die Grenzen abschaffen. Für die Schutz der Menschheit müssen wir kämpfen. از باز دکمه از نخوازم دریج بکمه فقط از بهیویمه و این بشتاری کامپانیا ما جن رابن سرپیاش با عفرینه ich muss jetzt beenden, ich möchte nicht weiter, aber ich bitte, dass alle sich an der Kampagne für Afrin beteiligen. گلکی سپاس از دخوازم مجال بوادم جی و اینجی نارندنی و هبن پرسی و هبن ام با افدرا پایی کنم. Wenn Sie Fragen haben, möchte ich würde gerne beantworten. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank.